wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Wir haben, das ist total lustig, ich habe vor, weiß ich nicht, bestimmt mal vor einem halben Jahr oder sowas, habe ich mal irgendwie angefragt und gesagt, ich würde gerne einen VW Up mal Probe fahren. Also einen Up GTI Probe fahren. Und das Problem ist gewesen, wir wollten das letzte Mal bei APR machen, die hatten aber keinen da zu dem Zeitpunkt. Und jedes Mal halt nach Tingen zu fahren, also nach Waldshut, das ist ein bisschen weit, um ein Auto mal kurz Probe zu fahren. Aus diesem Grund haben wir jetzt das Autohaus oder einen alten Kumpel von mir angefragt. Der arbeitet bei einem VW Autohaus bei uns in Aachen. Und ja, die haben zufälligerweise einen Up GTI da auch zugelassen. Das heißt, wir fahren heute eine Runde Up GTI. Habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Und zwar schon seit, was war das? IAA, glaube ich. 2017, wie wir da waren. Ja, da wollte ich unbedingt, da haben die den vorgestellt oder da habe ich den das erste Mal gesehen. Und da habe ich gesagt, ich muss so ein Auto mal Probe fahren, weil ich finde den einfach geil. Ich habe den ja privat, haben wir den ja auch als 60 PS. Also so unsere kleine Alltagshure. Und ich mag das Auto. Ich finde den einfach praktisch. Es hat jetzt Up GTI Probe fahren. Ja, wir düsen jetzt dahin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Autohaus. Vielleicht wäre das ja eine Alternative für dich, Sandro, ein Up GTI. Ein Up? Ja, Up GTI. Ja, klar. Hier rumzudüngeln. Da schön Luft rein. Das sieht bestimmt geil aus. Und vor allen Dingen hast du beim Up ja auch Platz dafür da hinten, ne? Vor allem am Wörthersee haben wir ein paar Ups gesehen, die sahen richtig geil aus auf Luft. Ja, wirklich. Ja. Problem ist, glaube ich, wenn du das Ding so richtig auf den Boden schmettern willst, da muss Flexibility angerufen werden. Weil sonst, glaube ich, wird das ein bisschen schwierig. Ich meine, Up ja. Ist jetzt nicht so teuer. Können einmal mal kurz mit der großen Bohrmaschine einmal durch. Sind wir live? Ja, klar. Wir machen heute eine 100-200-Messung. Du sagst ja wieder, wir kommen auf 200 mit dem Ding, ne? Aber natürlich kommen wir auf 200. Wie viel PS haben wir? 115, ne? Ja. Ja. Okay. Zeiten? Machen wir gleich drin. Wir müssen nachher wieder ne, Zeit zeigen. Das sind bestimmt 17 Sekunden, 18 Sekunden braucht er. Wenn überhaupt, 20? Ja, wahrscheinlich. Oder? Wird auf jeden Fall eine lustige Wette. Der Johannes sagt immer, der Michael, zu dem wir jetzt hingehen, der sieht aus wie Kollege, Alter. Der sieht aus wie Kolle. Ohne Scheiß, das ist voll der lustige Typ. Ah, guck mal, da steht er schon. Alter, das ist aber Service. Oh, der hat noch Kundschaft. Da müssen wir noch kurz warten. Bis gleich, Freund. Wir machen das anders. Der steht nämlich jetzt hier perfekt in dem Autohaus drin. Und da machst du jetzt schon mal ein Pörnchen dafür. Das heißt, jetzt gibt's schon mal ein Pörnchen, weil der ist ja frisch geputzt. In 3, 2, 1, Pörnchen, los! Ja, wunderschönen guten Tag. Grüße Sie. Gut? Na, alles gut? Tag der Herr. Ja. Und? Geil, Alter. Bin schlecht, ne? Ja. Was kostet ein Gerät? Ja, 16,5. Aber wie viele Kilometer hat der jetzt? 7,9, knapp unter 8. Okay, und dann kostet er noch 16,5. Hm. Okay. Ich sag, also versuch mal in der Kategorie irgendwas zu finden. Ja, wirklich. Wo du Spaß hast, wirklich. Das Geld, ne? Auf jeden Fall. 16.500 Bucks. 115 PS, ne? Ja. Hat der. Ja, wir fahren jetzt mal ein Ründchen damit. Vielleicht überlegen wir das noch als Projekt. Also ja, nächstes, ja, das ist ja wirklich cool, ne? Das Ding, ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das ja echt gut, ne? Ja, klar. Also für 16,5 ist das jetzt, sag ich mal, eine gute Nummer, ne? Ja, auf jeden Fall, die sind nicht verkehrt. Das sind ja unsere QR-Autos, ne? Die kennst du ja. Okay. Bedeutet, das heißt auch? Ja, wir haben ja unsere eigene Autovermittlung, die Quality Ones. Ah, okay. Darüber laufen die. Okay. Werden als Vorführwagen genutzt, weil die GTI-Modelle, GTDs etc. gehen wir normalerweise nicht als Miete raus. Und wenn, dann eh nur Werkstattersatz. Okay, was kostet der normalerweise? Der hat ja jetzt, sagen wir mal, 7.000 gelaufen. Was kostet der neu, jetzt so wie er da steht? Muss ich jetzt mal nachgucken. Ich meine, die liegen gut über 20. Das schon. Aber ne? Preisvorteil ist da ja, definitiv. Schon immens. Ja, wir fahren jetzt mal ein Ründchen. So denk mal so, zwei Stündchen oder so. Ich komme gleich schon mal rein. Ne? Ich danke dir, mein Lieber. Bis gleich. Bis später. Also, wir machen als allererstes, weil wir direkt auf der Autobahn sind, fahren wir Richtung Autobahn. Machen wir nochmal eine Messung, würde ich sagen. Ne? Das ist so unser Plan 1. Versuchen wir. Messung, Zeitenmessung. So, jetzt bist du wieder gefragt, Sandro. Deine Zeit. 100, 200. Hau mal einen raus. Reichen 20 Sekunden? Du, deine Zeit, du musst das sagen. Wir haben 115 PS. Du musst das sagen. Mach mal 20 Sekunden. Du sagst glatte 20? Ja. Ding Dong, hier oben rein. 20 Sekunden, Sandro eingeloggt. Du? Boah, ich bin
Ich muss gerade mal überlegen kurz. 20 Sekunden. Das ist natürlich so eine Zeit, ne, die hast du dir wieder. Das ist wieder läppisch, was du dir da ausgesucht hast. Das ist wieder so Mut gleich null. Ja. Ich sage 19,2. Ich sage 19,2 Sekunden, 100, 200. Ist der auch voll mutig, oder? 19,2? Ja, Junge, du hast den Move gemacht, den ersten, ne? Nicht ich, Alter. Du hast den ersten Move gemacht, mein Freund. Was mir aber auffällt, also um erstmal zu dem Auto zu kommen, der Unterschied zu unserem, sagen wir mal, Standard-Up, wir haben wirklich einen ganz pissnormalen Standard-Up, wir haben hier einmal beim GTI dieses wunderschöne Lenkrad, also das macht das Auto schon mal um, glaube ich, 5000% geiler. Dann ist das hier innen drin, ich weiß gar nicht, ist das Folie? Nee. Also das kann man gar nicht. Das ist bestimmt Folie. Wir mal abpedeln hier. Also das gibt dem schon Sportlichkeit. Und dann vor allen Dingen auch die Sitze, die sind jetzt auch eine Ecke sportlicher als die originalen Sitze. Und schönes Karo-Muster. Also man kommt sich schon ein bisschen vor, als würde man, sagen wir mal so, die Anlehnung an den Golf 1 GTI haben, finde ich. So ein bisschen. Also das haben sie zumindest laut Informationen versucht, dass das ein bisschen, sagen wir mal so, in die GTI-Richtung gehen soll. Klangmäßig. Hör mal, 3-Zylinder-Turbo. Da kann man nicht meckern. Der hat auf jeden Fall Klang. Der hört sich jetzt nicht anders an, als wenn du den Golf 7 GTI abholst. Soundgenerator regelt. Ja, oder? Box hinten drin regelt. Und das haben die auch neu gemacht. Das ist auch schöner als bei meinem. Ja? Ja. Also das ist hier, guck mal, das schön hat überall, sich geändert? Guck mal, ja, überall Chrom hier dran. Das sind, der ganze Navigationsding hier ist neu. Bei meinem ist das noch ist halt viel mehr Hartplastik. Und bei meinem ist auch hier oben das Navigationsgerät direkt mit drin. Jetzt ist das ja neu, jetzt legst du einfach das Handy rein und hast direkt, wenn du das Handy hier mit verbindest, alle Informationen auf dem Handy drauf. Ah. Ja. Tacho auch komplett anders als bei meinem. Großer Drehzahlmesser haben wir hier. Dann auch die ganzen Verbrauchssachen, das hat man ja alles gar nicht. Diese ganzen Sachen, auch hier das Lenkrad mit den ganzen Bedienelementen, das ist schon geil. So, Sandro, das ist jetzt seine letzte Chance. Sollen wir dieses Auto zu einem Projektauto machen? Ich finde den richtig cool. Und ich finde den auch gar nicht. 115 PS. Jetzt stell mal vor, da macht APR noch Software drauf. 150 PS in dem Ding. Junge, was willst du denn mehr? Ich glaube nicht, dass du dann weniger Spaß mit dem Ding hast, als zum Beispiel mit einem Polo GTI. Nein. Ist jetzt meine Meinung. Der wiegt ja auch nichts, der Wagen. Einmal hätte er hier drin gesessen, ist hier gar nichts. So, jetzt kommt die Autobahn. Ich bin mal gespannt. Ja, 0-100 brauchen wir ja gar nicht zu machen. Das ist ja völliger. Nicht? Nee. Nasse Straße. Wie viel Grad haben wir? 5 Grad. Ich glaube, das ist grober Unfug, das zu machen. Man sitzt auch richtig gut in dem Teil. Das ist was für mich. Das macht mir. Ich habe die ganze Zeit wollte ich so ein Ding schon mal Probe fahren. Und Schalter vor allen Dingen. Kein DSG. Was bin ich froh, dass das Ding so hier schmal gebaut ist, dass das irgendwie mit dem DSG nicht passt. Die haben ja, glaube ich, noch so eine Halbautomatik, glaube ich, gibt es noch, ne? So, wir suchen uns jetzt mal ein freies Plätzchen aus. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Pass auf jetzt. Jetzt aufpassen. Das passt. Aufpassen. Pass auf, wir laden durch. Jetzt geht's ab. Leute! Wo sind wir? 10 Sekunden. Natürlich. Also ich sag mal so. Das, was wir beide geschätzt haben, ist jenseits von Gut und Böse. Der zieht eigentlich, also wir haben von 100 bis sagen wir mal 140, zog der eigentlich gut. Gerade. Ja. Da geht der echt gut, aber dem Gegenteil oben geht ihm halt die Luft aus, ne? Pass auf, wir machen jetzt nochmal einen kurz, weil wir sind jetzt gerade bei 48 Sekunden. Komm, runter.
30 Sekunden, ne? Okay. Wir hätten uns noch was zu essen mitbringen können, finde ich. Du brauchst einen kleinen Snack. Du brauchst auch echt Strecke. Also wir müssen jetzt hier nochmal hier vorne nochmal runter. Also Lichtenbusch, wir fahren jetzt ab zu Lichtenbusch, das ist so meine Geheimstrecke. Da haben wir vielleicht, da geht es ein bisschen, also wir haben einen leichten Bergauf, aber das, guck mal, eine Minute eins. Pass auf, suchen wir den hier. Wollen wir die 100, 150er Messe. Aktiviert. Genauso schnell wie Johannes Golf 7 GTI. Der braucht auch 11 Sekunden. Siehst du? Aber. Genau, gut, der fährt 50 km schneller dann. Aber der braucht auch 11, okay, 11,014 Sekunden, 100, 150. Was jetzt interessant wäre, wenn wir mal ein Vergleichsfahrzeug hätten. Ja. Und wie gesagt, eine APR-Software drauf. Also APR, liebes APR-Team. Bitte gib mal Gas, wir brauchen für so ein Fahrzeug mal ein bisschen Software, dass wir 150 PS in dem Auto drin haben, weil dann machst du auf eine 100, 200 so schätzungsweise, die schaffst du dann in 20 Sekunden. Das ist meine Challenge. Ich möchte in diesem Auto 20 Sekunden oder 19,2 Sekunden 100, 200 schaffen. Also, Challenge wird akzeptiert, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Ich werde gleich mit Luca telefonieren, der kann sich ja mal was einfallen lassen, dass wir da irgendwie ein bisschen Software bekommen. Weißt du, was ich übrigens schon so oft bemerkt habe, wenn ich mit dem Up unterwegs bin, auch mit unserem, der ja nur 60 PS hat, ich bin immer, also gefühlt, so ein bisschen mehr im Race-Modus. Weil kleines Auto, ja. Da, man hat irgendwie immer das Bedürfnis, man müsste ne, den Leuten jetzt hier auch gucken. Und vor allem mit dem Ding habe ich das Gefühl, ich müsste noch mehr Gas geben. Weil das einfach, ja, eine, was? 1 Minute 56. Das ist ja geil. Hier ist mit freier Fall, ne? Normalerweise 200. 190. Hier ist mit freier Fall. 195. 199. 197. Nee. Was sagt der? Ach, der macht da? Okay. 190. GPS 190, ja. Und das ist ein Freifall, ne? Guck mal schnell hier rein. Wo? Hier siehst du nämlich ganz deutlich, dass wir dort ganz entspannt eine Lufttank etc. reinpacken können. So, wir bedanken uns jetzt noch bei Michael, dass wir das Auto fahren durften. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß damit. Ich fand das absolut geil. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.